Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein ganz spezielleres Thema und wie ich auch vor einigen Wochen eben angekündigt hatte, gibt es jetzt eben heute das lang ersehnte Video zum Thema, warum so wenig Videos kommen und so weiter. Ich weiß, ich habe da schon einige Videos zu gemacht und ja, die Videos sind dementsprechend auch schon etwas länger her. Deswegen wollte ich heute mal etwas Neues machen und auch ein abschließendes Video dazu machen. Und zwar geht es darum, dass ja in der letzten Zeit sehr wenig Videos kamen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich werde die Gründe jetzt wahrscheinlich auch gar nicht aufzählen, weil das Ganze würde sonst diesen Rahmen dieses Videos hier sprengen. Ansonsten, ja, wäre es halt einfach so, dass ich jetzt eben demnächst aktiver werden möchte auf YouTube. Das heißt, entweder alle zwei Tage ein Video oder regelmäßiger Upload hier. Die Sache wäre halt einfach die, dass ich gesehen habe, dass in den letzten Videos die Abonnenten sehr aktiv waren. Das heißt, dass ich eine sehr gute Rückmeldung bekommen habe auf die Videos. Notwendige Motivation gegeben hat, jetzt auch wieder Videos zu machen. Und zwar, genau. Ich kann ja mal ein paar Gründe dafür aufzählen. Ich weiß, ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Allerdings werde ich das trotzdem machen, weil es zum einen euch interessiert und zum anderen ist es vielleicht auch sehr hilfreich, wenn ihr das auch wisst. Warum denn so lange keine Videos kamen? Und zwar ist es zum einen sehr viel Schulstress, sehr viel Lernen und so. Ich glaube, ihr kennt das selber. Und da wir ja einer gewissen Zeit jetzt eben sind, wo wir relativ viel machen müssen, ist das für uns auch so ein bisschen eher so, dass wir uns darauf konzentrieren und so Dinge wie YouTube eben, ja, hinten anstellen, würde ich mal sagen. Genau, das ist einer der Themen. Es gibt noch ein paar andere Themen, die möchte ich allerdings jetzt nicht in diesem Video aufzählen. Ich weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal dazu gesagt, dass ich eben dazu ein Video machen werde. Allerdings sind die Sachen ja auch schon etwas länger her. Und zum anderen, wie schon auch gesagt in einem der letzten Videos, möchte ich mir einfach sehr viel mehr Mühe geben in die neuen Videos, einfach mehr Qualität und auch mehr Arbeit in die Videos stecken, dass sie für euch auch interessanter sind und dass sie sich auch euch immer anschauen könnt. Und ja, die Sache ist halt einfach auch die, dass ich, wie gesagt, mir sehr viel Mühe geben will bei der Qualität der Videos und auch einfach so ein bisschen drauf schauen will, ja, ich möchte regelmäßigen Content bringen, einfach aus dem Grund, da die Abonnenten sonst auch nicht inaktiv werden oder so. Und ansonsten, für die Leute, die sich dafür wirklich interessieren, ich werde zum Thema Minecraft ein paar Sachen bringen werden. Das ist so der Plan für die Zukunft jetzt erstmal. Und ansonsten wird es wahrscheinlich zum Jahreswechsel noch ein gewisses anderes Thema geben auf diesem Kanal. Allerdings kann ich dazu auch noch nicht wirklich viel sagen, weil das so ein bisschen, sagen wir nochmal, geheim ist und auch so ein bisschen, ich möchte dazu einfach auch noch nicht so viel sagen. Auf jeden Fall wird es ein ziemlich geiles Projekt geben auf diesem Kanal. Und ja, das war's eigentlich schon an der Stelle. Ich weiß, ich habe jetzt einfach so ein bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Es sollte jetzt auch eigentlich gar nicht so lange gehen und dementsprechend habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Sollte demnächst irgendwann mal kommen. Ich werde mir da einen Termin raussuchen auf jeden Fall. Ich denke mal so in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht wird da auf jeden Fall regelmäßiger Content kommen, denke ich, wenn ich es dementsprechend schaffe. Es kann auch mal sein, dass eben alle zwei Tage nur ein Video kommt. Das werde ich dann sehen, wie das für mich passt. Auf jeden Fall habe ich da richtig Bock zu. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal versuchen, mich dran setzen. Und ja, ansonsten könnt ihr auch gerne positiv bewerten das Video und kommentieren das Video, eure Meinung dazu sagen. Ansonsten war es das mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.